Zazarab, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Saugnecht einmal komplett auseinandergebaut. Das war dieser Saugnecht, den ich als Fehlkauf getarnt habe, um euch einfach mal zu zeigen, wie man das Ganze hier vermeiden kann. Jetzt habe ich das Ganze auseinandergebaut und da kam schon wieder mal so eine Frage, wo befindet sich der Restfeuchtefühler? Der Restfeuchtefühler befindet sich an der Innenseite, wo der Flusensieb ist. Hier befindet sich der Restfeuchtefühler. Und wie wir sehen können, sind hier natürlich auch Flusen. Zwar nicht so viele, aber die reichen schon aus, um einfach mal das Ergebnis zu verfälschen. Weil wenn die Wäsche einmal in der Trommel ist, da drauf fällt und aber der Restfeuchtefühler die Flusen registriert als Wäsche und sagt, hey, die Wäsche ist schon fast trocken und dann statt die Wäsche werden einfach die Flusen registriert und dann bedeutet das, dass der vorzeitig einfach mal die Trocknung beendet und sagt, okay, die Wäsche ist trocken, ihr greift rein und merkt natürlich, dass das Ganze gar nicht trocken ist. Und dann würden viele behaupten, okay, es könnte Dings sein. Von dem Kompressor, da befindet sich ja hier die Kühlflüssigkeit, wenn die irgendwann entweicht, dann trocknet er nicht, aber das Ding sagt hier nicht, dass das irgendwie ein Fehler ist oder sonst irgendetwas ist. Man kriegt zwar die Fehlermeldung, dass man Flusensieb reinigen soll, dass man den Wasserbehälter leeren soll, aber nicht, dass man den Restfeuchtefühler irgendwie reinigen soll, das wissen die meisten nicht. Ja, wie funktioniert das Ganze? Hier befindet sich ein Lüfterrad, das können wir auf der Seite sehen. Das Lüfterrad saugt die Luft an, die sich hier in der Trommel befindet. Die wird hier runter befördert, dann wird sie einmal hier zu dem Kondensator reingeblasen. Da wird die Luft erhitzt und dann wird sie hier nach hinten befördert. Dann kommt sie hier nochmal durch die Trommel rein. Und das Ganze ist so im Kreislauf. Das Ganze sah natürlich nicht so schön aus wie jetzt. Ich habe das Ganze einmal komplett gereinigt. Auf dem Titelbild werdet ihr wahrscheinlich sehen, wie das Ganze hier aussah. Es war ziemlich staubig, dreckig. Noch dazu befindet sich hier, da wo dieser Flusensieb ist, wenn man hier reinschaut, ist hier eine Gitterformation. Diese Gitterformation könnt ihr eigentlich einfach rausreißen. Die sieht etwa so hier aus und das verhindert, dass man da einfach mal besser reinigen kann. Das Ganze kann man rausreißen, das tut einem nicht weh, aber tut sein Übriges, damit man hier reinkommt und das Ganze hier rausziehen kann. Wenn so ein paar Brocken da reinfallen, ist kein Thema, kann man rausholen und dann befindet sich einmal hier unten ein Gitter, das kann man auch einfach rausreißen. Ich weiß nicht, warum Saugnecht diese ganzen Vorkehrungen trifft, damit man da eigentlich, das behindert einem eigentlich das Ganze hier zu reinigen. Ja, ich weiß nicht, zu welchen Gunsten das sein soll, aber auf jeden Fall für den Benutzer ist es wirklich anstrengend, das Ganze. Das ist schon wieder zusätzliche Arbeit, die man da machen muss. Aber so sieht das Ganze natürlich hier aus. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und wir haben natürlich hier einen anderen Motor. Das Einzige, was hier erleichtert wurde, ist natürlich das Aufziehen von dem Keilriemen, weil wir haben hier keine durchgehende Welle. Das bedeutet, wenn wir die Hinterwand lösen, kann man den Riemen drüber ziehen über die Trommel und dann kann man hier ganz leicht eigentlich einhängen. Das ist der einzige Vorteil momentan an diesem Trockner. Alles andere ist wirklich zum Nachteil gemacht, was ich sehr, sehr schade finde. So, solltet ihr irgendwelche Fragen haben, schreibt mir in die Kommentare. Ich sage erstmal Ciao Kakao und bis zum nächsten Mal.